Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play, ja, und zwar einem, ja, wahrscheinlich etwas anderen Spiel. Ich kenne es nicht, ja, und ich kann auch tatsächlich gar nicht so viel zu diesem Spiel sagen. Außer, dass es ein nicht besonders langes Spiel ist, weshalb ich das Ganze hier wahrscheinlich an einem Stück aufnehmen werde. Und beziehungsweise werde schon nach 20 Minuten immer sagen, hier, tschüss und hallo und so, ne? Aber ich werde das Ganze wahrscheinlich jetzt an einem Stück aufnehmen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil das bei dem Spiel wahrscheinlich viel mehr Sinn macht. Denn es ist mal wieder ein, wahrscheinlich, ich sag die ganze Zeit wahrscheinlich, ein sehr emotionales Spiel. That Dragon Cancer heißt das Ganze, ja. Und wie wir natürlich aus der, Multiplayer-Online-Sprache gelernt haben, heißt, ja, natürlich kennen wir es von daher. Cancer heißt Krebs und tatsächlich geht es in dem Spiel auch darum, ja, was die Geschichte ist, das werden wir ja noch im Laufe des Spiels erfahren. Das Ganze ist eher eine, ja, ein erzählter, ein spielgewordener Film, kann man sagen. Also ich glaube, wir müssen nur ein paar Tasten drücken und das war's dann auch schon. Es ist mal wieder eher eine emotionale Reise, ja, und so wie ich das gehört habe, soll das Ganze wohl sehr, sehr, ja, mitunter sehr heftig sein. Sehr viele Leute haben am Ende. Ja, ko konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, nennen wir es mal so. Und ich bin gespannt, wie das Ganze bei mir wird, da ich ja, nicht so direkt was mit der Geschichte, sagen wir mal so. Ich kann mich nicht damit identifizieren, ja, denn im Endeffekt geht es um ein Kind, ein Baby, an dem Krebs diagnostiziert wird. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Und es ist tatsächlich eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich würde sagen, statt hier groß rumzuerzählen, rumzulabern, fangen wir auch einfach an. Das Spiel ist, glaube ich, komplett auf Englisch. Ich kann es euch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vielleicht deutsche Untertitel haben oder sowas. Ich habe das Spiel noch gar nicht ausgetestet. Ich habe nur kurz angemacht, um quasi hier Einstellungen und so vorzunehmen. Und das war's dann auch schon. Der Controller funktioniert schon mal im Menü. Mal gucken, ob es auch in-game so ist. Ansonsten Maus und Tastatur kriegen schon irgendwie hin. Und ja, erwartet nicht, dass ich jetzt hier, ne, an jeder Ecke irgendwie schlechte Bemerkungen und irgendwie auf Humor raus, dingense, ne? Ich denke, ich werde mich ein bisschen zurückhalten und ein bisschen ruhiger sein. Jo, wie viele Parts das Ganze oder wie lange das geht, kann ich nicht genau sagen. Im Internet habe ich meistens so zwischen 2 und 2,5 Stunden gesehen und ja, ne? Schauen wir mal. Gut, dann starten wir mit einem neuen Spiel. Okay, auch keine Auswahl, was wir noch irgendwie machen können. Es geht los. Gleich geht es los. Okay. Ich kann mir mit dem rechten Stick unten sehen. Okay. Was steht da? Achso, da muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwas drücken, um da hinzukommen oder sowas. Ja, das ganze Spiel wird vermutlich in dieser Grafik sein. Es ist ein bisschen hässlich, nennen wir es so. Achso, was ich noch nicht erwähnt habe, das Spiel ist auch noch nicht so alt. Es ist, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr erschienen. Und es ist auch von dem, ja, von dem Macher gemacht. Von dem Typen gemacht, der quasi auch diese Geschichte hier erlebt hat. Wir werden noch genau erfahren, was es damit auf sich hat. Ich würde sagen, ah, okay, mit dem Griff A kann ich irgendwie bläh machen. Ein Stück Brot. Interessant. Ich steuere hier eine Ente. Oder so. Die Steuerung ist auch so halb invertiert, das ist ein bisschen komisch. Yeah, ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut. Oh, guys, gibt auch so ein Mom, he threw the whole piece. Well, Isaac, you gotta give him little pieces. He doesn't understand. Here you go, Joel. Here's a piece. Okay, no, you throw it. Do
was 5, right? Yeah. Okay, that's... Yeah. But he can't talk. It's true. Yeah. You guys can talk. Yeah, I know. Why can't Joel? Well, Joel got sick right after he turned 1. And, kind of slowed him down a little bit, buddy. Yeah. So he's just slower than most kids. I think eventually he'll catch up. You think Joel will read? Yeah, I think Joel will read eventually. Well, Isaac, of course. He's just the way because, you know. Yeah. You're supposed to be a boy, but he's a baby. He's a boy baby. Yep, he's a boy baby. That's just about right. You know, there's lots of things Joel isn't good at, but there's some things he is good at. What is he good at? Eating, laughing. Yeah. I'm good at making him laugh. You are good at making him laugh. Well, how do you make him laugh? I fall down. Yeah. It's really funny when you fall down. He's good at showing us what he loves. Yeah. Park at the edge of the world. What does Joel love? Wawa. In cups, bathtubs. And the warm, wet tongues and the cool fur of Das. And give me the sweet mwahs of daily affection. And bye-byes. And blown kisses. And more. Oh. Always more. This full list of words. So few words. Mhm. Okay, ich kann tatsächlich wirklich nur Tasten drücken. Achso, bin ich jetzt der Typ? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich entschuldige mich übrigens schon mal für wahrscheinlich vergessenes Rausschneiden von Hundebellen. Aber das ist jedenfalls so. Kann ich auch nichts tun, gegen tun. Hm. Auf jeden Fall schon mal ein schöner Soundtrack. Okay, habe ich jetzt. Oh, für die Entscheidungsfreiheit. Aber hier kann ich nur gucken. Würde ich mal behaupten. Ich kann mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Ich sag mal nur nix, ne? Gehen wir doch mal da lang. Schöne, wabernde Büsche, scheinbar. Noch ein bisschen aus. Stein und Büsche sehen aber gleich aus. Without a word for it. What is hope without a word for it? Who is God? Without a word for it. Joy. Ja, für den Sohn, der kennt noch keine Wörter. Wenn ich schon die Option habe, mir was anzugucken, dann drücke ich das natürlich auch. Über die Brücke. Oder auch nicht. Scheiße. Da habe ich zu früh gedrückt. So, jetzt.
Ich habe wirklich ein bisschen Schiss vor diesem Projekt, beziehungsweise sagen wir eher ein bisschen Respekt, ja? Ich weiß nicht genau, was mich noch alles erwarten wird. Aufmerksam geworden bin ich natürlich durch Gronkh, der hat das nämlich zum Release damals gemacht. Ich habe es mir nicht angeschaut, ich habe nur kurz den Anfang angeschaut und habe halt wirklich erfahren, was das so ist und so. Und da dachte ich mir, hey, warum nicht? Das wäre doch mal ein Spiel für mich. Spiel in Anführungszeichen natürlich. Ist natürlich die Frage, ob ein Let's Play das auch so ein bisschen kaputt macht, aber naja, ich mach's trotzdem. Who am I to him? Data. Data. Das sind nämlich an die Simpsons Folge mit, da muss man überlegen. Maggies erstem Wort, ne? Genau. Warte, nee, Lisas erstes Wort war das. Nee, warte, Moment. Achso, da haben sie in der Geschichte erzählt, wie Bart. Ja, egal. Am Ende war dann Maggies erstes Wort. So rum. Okay. Dann gehe ich mal auf den Spielplatz hier. Das kann ich mir wahrscheinlich alles angucken. Ready? Was für ein Ding? Set. Here comes John. Go. Yeah. Okay, Joel. Ready? Yeah. Set. Go. Go. So, ich kann hier auch einfach wieder raus. Here comes ready? Okay, ist eine Endlosschleife. Tschüss! Das grüne Ding sollte der A-Knopf sein. Das müsst ihr gerade erstmal kurz verstehen. Who's that? Let's tell him Caleb that Joel's doing really well. Yeah. Achso. Ich kann gar nicht laufen gerade. He's been very peaceful all afternoon. Alter. Ich muss nicht schauen, dass das Kind rausfliegt. Geh doch gar nicht! Okay. Guck mal, es ist da auch verschwunden. Da hinten ist wahrscheinlich auch. Ah, noch nicht. Das ist ein Dog. Da fühlt man sich ja fast schon ein bisschen schlecht, wenn man einfach hier wieder abhaut quasi. Aber es muss ja auch weitergehen, ne? Ready? Can you give Zoe a kiss? Zoe kisses. Okay, Joel. Ready? Yeah. You say hi. Set. Hi. Yeah. Go. I give Joel a kiss. Do it again. Big kiss. Okay. Wie gesagt, ich fühle mich auch so ein bisschen schlecht, wenn ich einfach immer wieder rausgehe, aber jetzt irgendwie immer das gleiche machen, ist halt auch nicht so das Wahre, ne? Was ist das jetzt? Ah. Oh. Eine Voicemail. Geil. Oh, hä? Achso. Hey, babe, just got done at the doctor.
Now they think that maybe he's throwing up all the time because he has acid reflux. So they gave me a medication and we can give it to Joel. And they said we have to give it at least 3 full days. But that if he's still throwing up after that, that we can come back. And I mentioned the head tilt thing again, even though they keep saying it's not related. But you always have to mention that one weird outlying thing. So I told them how his head was tilted to the right, but they still say that that's probably not related at all. So I guess we'll just give this a try. And I don't know, I'll tell you more about it when you get home. Okay, die redet mir ein bisschen zu schnell, wenn ich das mal so sagen darf. Im Lesen bin ich nicht so ganz hinterhergekommen. Gut, aber dann gehen wir doch mal tauchen. Falls das jetzt hier die Sache der Sachen ist. Na, guck mal, der ist noch da hinten. Das heißt, sie haben das vielleicht nicht komplett untersucht. Aber egal. Oh. Das sieht ja schon mal nicht so schön aus hier. Dass ich in langsamen Schritten nähern muss. Fear is cancer's preservative, cancer's embalming oil. And you, O accuser, are fear's oil salesman. You're a snake, a serpent, a dragon with snuffed out coal on his breath, molting, talons broken from the struggle to free yourself of your own skin. Zu ihrem Maßen, da waren natürlich gerade ein paar Fremdbegriffe drin, die mir jetzt so auch nicht unbedingt was sagten. Aber ich glaube, ich weiß, worauf er in etwa hinaus wollte. Hey, do you want a rock? To rock? We will rock you? Okay, ich habe schon verstanden. Wir spielen hier quasi die Kamera. Also tatsächlich eine Art Film, kann man sagen. Ja, also im Endeffekt hat er gerade wahrscheinlich diesen Krebs so ein bisschen personifiziert. Das war das Wort. Und jetzt sind wir im Krankenhaus. Schläuche an ihn gebunden. There we go. Okay, jetzt bin ich wieder er. Oder zumindest aus seiner Sicht. Hey babe, I was just thinking, do you ever think maybe Joel can hear better than he's supposed to be able to? Because I know, like, it's supposed to be moderate to severe hearing loss, but sometimes, like today, he hears music playing before I do. So, I saw him dancing, and I had to look around to hear that a song was playing. And I just don't, like, if his hearing loss is that bad, I can't imagine. I don't know, I just wonder about it. Anyway, call me later. Bye. Hör auf, so schnell zu sprechen, Mann! Da kommt ja kein Mensch mit. Oh.
Okay. Oh. Oh, ah, okay. Das hier. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war schon mal die erste Folge von That Dragon Cancer. Es wird vermutlich das ganze Spiel so weitergehen. Ich werde mal schauen. Ich denke, ich werde das hier alles in einem Stück aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt in der Lage bin, irgendwie zu speichern so. Ja, wahrscheinlich kann ich Szenen-Selection machen. Aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Spielgefühl kaputt, zumindest für mich. Und ich habe Zeit heute, ne? Deswegen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich werde ruhiger sein. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Stattdessen viel mehr das hier wirken lassen. Ja, ich hoffe, das klappt auch so einigermaßen. Ich habe ein bisschen Tearing, das ist ein bisschen unschön. Aber gut, ist ja egal. Es geht ja um die Geschichte, um das Eigentliche hier. Ja gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!